3 Stunden waren die Wanderer im Rahmen der Mobilitätswoche in den Wäldern rund um Mellen unterwegs. Försterin Ronja Martens führte die große interessierte Gruppe zu den Stellen, an denen der Klimawandel durch Stürme wie Kyrill und den Borkenkäfer besonders deutlich wurden. Zur Klimawanderung, so nennt es sich ja, was wir heute machen werden. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, hier steht sie ja, die Schautafel. Hauptinitiator, denke ich, war Reinhard dieser Schautafel. Sigi auch. Und euer Team, sehr gelungen. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die Stadt Balve, die bei den Fundamenten hier geholfen hat. Und ich freue mich auf eine schöne Wanderung an dieser Stelle. Frau Martens wird uns noch ein paar Details dazu erzählen. Und ja, freue mich auf schöne Wanderung, schöne Gespräche gleich. Ja, wir haben gleich 2 Routen. Einmal die lange Route, die geht 7 Kilometer. Und die kleine Route, die ist 4,5. Das ist für die Kinder und Familien gedacht. Das dauert so 1,5 Stunden mit Spiel und Spaß. Da gibt es ein paar Stationen, wie Zapfenweitwurf. Da können die Kinder dann ein bisschen genau Natur erleben. Und die lange Runde, die 7 Kilometer Runde, dauert ungefähr 2,5-3 Stunden, je nachdem, wie viel wir miteinander reden, wie viele Fragen wir haben, wie viel wir zu besprechen haben. Also falls Sie Fragen haben, können Sie immer genau jede Frage dann raushauen und dann können wir das gemeinsam besprechen. Und weshalb wir hier diese Klimawanderung machen, ist einfach, um der Bevölkerung nahezubringen, ja, wie ernst das ist mit dem Klimawandel und wie wichtig das ist, den Wald zu erhalten. Wer sich über die Auswirkungen des Klimawandels zukünftig informieren will, kann dies auf der von Reinhard Schmidt und Sigi Drees gestalteten Informationstafel machen. Sie wurde erst vor wenigen Wochen am Dorfplatz aufgestellt und bietet viele Informationen. Die Wanderer machten sich dann auf die 7 Kilometer lange Strecke. Familien mit kleineren Kindern konnten in der Hälfte abzweigen, zurück ins Dorf.